Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gerade nach der Rede von Gregor Gysi, glaube ich, ist es noch einmal notwendig, zu sagen, was wir heute beraten, worum es in dieser Woche geht. Es geht um die Zukunft Europas und damit um unsere eigene Zukunft. Das haben Sie nicht verstanden, Herr Gysi. Der Euro, den wir eingeführt haben, war und ist eine Erfolgsgeschichte. Er hat dazu geführt, dass wir auch in der Finanz- und Wirtschaftskrise besser durch die schwierige Situation gekommen sind, als wir in Finanz- und Wirtschaftskrisen in früheren Jahren, die gar nicht so dramatisch waren wie die letzte, gesehen haben. Und deshalb geht es darum, dass wir jetzt diesen Euro in seiner Stabilität stützen. Was wir jetzt in dieser Woche im Deutschen Bundestag beschließen, hat sehr viel mit unserer eigenen Zukunft zu tun. Und es hat sehr viel damit zu tun, dass wir den Menschen in unserem Land ihre Ersparnisse sichern. Es geht wieder darum, dass wir nicht nur für unser Land, sondern für die Menschen in unserem Land, für ihre eigene Währung etwas tun. Und deswegen werden wir in dieser Woche handeln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht natürlich auch darum, Herr Kollege Steinmeier, dass wir die Frage stellen, wie kann in Zukunft so etwas vermieden werden? Aber ich rate dringend dazu, dass wir Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Ich habe bei den Diskussionen der letzten Tage manchmal den Eindruck, dass zu wenig über die wirklichen Gründe für das, was jetzt entstanden ist, gesprochen wird, weil dies zum Teil natürlich auch sehr unangenehm ist. Ja, ich teile die Auffassung, und wir haben dies in der Koalition sehr frühzeitig gesagt, dass wir etwas gegen Spekulanten und gegen diejenigen tun wollen, die gegen Währungen spekulieren. Aber zunächst einmal muss doch eine andere Frage gestellt werden. Ist das Grundproblem bei manchen europäischen Staaten überhaupt eines der Grundprobleme ist, dass ständig über die eigenen Verhältnisse gelebt wird, dass Schulden gemacht werden, die uns nachher in diese Schwierigkeiten bringen. Ohne die hohe Verschuldung hätten Spekulanten auch gar keine Chance, etwas zu unternehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen hätte ich mir schon gewünscht, dass ein bisschen mehr über diese Frage gesprochen wird. Es ist überhaupt keine Schuldzuweisung, wenn wir feststellen, als damals die Griechen in die Währungsunion aufgenommen wurden, haben sie die Voraussetzungen nicht erfüllt. Es wurde in diesem Deutschen Bundestag darauf hingewiesen, dass es für die Griechen wahrscheinlich sehr schwer, vielleicht sogar unmöglich wird, ihre Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Europäischen Währungsunion voranzubringen. Aus politischen Gründen ist es damals gemacht worden. Ich sage dies jetzt nicht als Vorwurf, Herr Kollege Trittin, an die rot-grüne Bundesregierung der damaligen Zeit. Ich sage es nur, dass eine Konsequenz aus dem, was wir jetzt erleben, sein muss. Es darf keine politischen Geschenke geben, wenn es um die Stabilität unseres Euro geht. Und es darf bei der Frage, wer Mitglied der Europäischen Union und wer Mitglied der Europäischen Währungsunion werden will, nur nach klaren Fakten und nicht nach politischen Überzeugungen entschieden werden. Alles andere schadet der Stabilität unserer Europäischen Union. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen war es so zwingend notwendig, dass man Griechenland den Weg, der für Griechenland nicht einfach ist, auch zumuten muss. Ich hatte den Eindruck,
Als schon im März und im April über diese Frage gesprochen wurde, dass diejenigen, die sehr schnell ohne irgendeine Vorbedingung zu formulieren Geld ausreichen wollten an Griechenland, sich genau um diese Konsequenzen drücken wollten. Und deswegen, ja, also wenn da jetzt jemand ruft, das ist nicht wahr, dann kann ich nur sagen, all diejenigen, auch einige aus diesem Deutschen Bundestag, die auf dieser Seite sitzen, die gesagt haben, Griechenland muss schnell geholfen werden, haben keine einzige Forderung dazu gestellt, dass in Griechenland jetzt endlich mal Reformmaßnahmen, Sparmaßnahmen durchgeführt werden. Sie hätten den Griechen das Geld gegeben nach dem Motto, weiter so wie bisher. Das haben wir verhindert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass dies überhaupt gar nicht so einfach war, wie jetzt mancher tut, hat sich doch in den letzten Tagen gezeigt. Wenn da gesagt wird, man hätte schneller und sofort helfen sollen, ja, um welchen Preis? Der IWF hat Tage gebraucht, fast eine ganze Woche, um die Griechen davon zu überzeugen, dass es auch in ihrem Interesse ist, wenn sie jetzt endlich einmal die Kurve kriegen und wenn sie jetzt endlich mal einsehen, dass Sparmaßnahmen notwendig sind. Es hat Tage und Wochen gebraucht, bis wir so weit waren. Und nachdem der IWF uns gesagt hat, jetzt sind die Voraussetzungen erfüllt, die Griechenland zugesagt hat, jetzt können wir in das Rettungspaket starten, haben wir gesagt, jetzt ist auch der Zeitpunkt, wo wir mitmachen. Es kann keine konditionslose Hilfe geben. Es geht hier nicht um Solidarität, sondern es geht um Stabilität, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dafür müssen wir in diesen Tagen werben und kämpfen. Herr Kollege Kau